So, hallo und herzlich willkommen zum 74.819. Teil vom Resident Evil Zero Let's Play. Immer noch der Schnee am Pad und der Pack nebenher. Moin Moin. Letztes Mal sind wir ja ein bisschen planlos durch die Kante gelaufen. Wir haben ehrlich gesagt immer noch kein richtiges Ziel. Wir wissen schon mal, dass wir unten durch die Security-Door im dritten Floor nicht durch müssen. Ja. Und da auch schon mal gestorben sind, gleich spontan. Guck mal, was passiert einfach? Wo ging es hier hinten? Geht da noch was oder geht da jetzt schon nichts mehr? Da müsste Ach, doch da jetzt kann ein Riesenloch sein, eigentlich, oder? Warum ist denn der Aufzug jetzt wieder da? Na, weil das Ding runtergefahren ist. Dann geh mal hier weiter, vielleicht öffnet sich. Da ist nichts. Ach, da kommt sie noch. Das ist doch hier der Teil, wo dann die zwei Hunter drin waren. Aber da, das haben wir schon alles abgesucht. Da Und da ist ist auch gar noch so nichts. eine Da ist Maschine. keine Maschine. Schön. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten noch mal. Alter. Let's regroup. Okay. Wenn die einmal irgendwie abgeschnitten sind, stellen die sich auf manuell. Naja. Wir können noch mal schauen, ob wir noch mit dem komischen Zug zurückfahren können. Im Cablecar? Du meinst, da ist noch irgendwas? Das ist jetzt nur, also ich sehe diesen Teil sozusagen einfach mal als wildes Ausprobieren an, dass wir irgendwie einen Clou kriegen, wo es in welche Richtung es weitergehen könnte. Ja, dann mach mal. So, wie viele Videos postest du eigentlich pro Woche? Kann man das so sagen? Sechs. Nein, wie viel Resin-Videos? Zwei. Starte Cablecar. Immer dienstags und nee, ich weiß gar nicht. Montag und Mittwochs? Ich glaube, es ist Montag und Mittwochs. Okay. Das heißt, ich muss auch jetzt dann sofort noch dann eins schneiden morgen. Verstehe. Alles sehr. Aber jetzt müssen wir gleich wieder rennen, weil hier Oh ja. Tentakel-Typ. Mr. Tentakel. Der Evil Knievel. Weil sie stirbt ja dann auch gleich wieder, wenn er sie anfrisst hier. Nee, das glaube ich nicht. Es Was tust du Ich da? versuche, eine 1 doppelt zu drücken und dann eine 4. Machst du noch ein bisschen leiser, weil, also nicht, ich glaube nicht. Nicht, weil ich meine, dass man es auf den Dings hört, aber weil es einfach lauter ist als das Spiel. Das Spiel ist ja normalerweise nicht sehr tonintensiv. So, mal schauen, was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch alles? Eine leere Bottle. Was ist? Mir ist da nicht Ja, mehr. und der Hook musste. Ach ne, liegt der da noch? Doch, ich glaube, der Hook. Was ist das hier? Nicht irgendwo lang, glaube ich. Ist das ein Ink-Ribbon? Ich kann es, glaube ich, eh nicht mitnehmen, oder? Oh, doch. Wie viel hat er denn noch? Auch noch zwei. Naja, nicht. Naja. So, jetzt sind wir nämlich hier in der im Labor. Laboratory. Vielleicht können wir ja hier irgendwas mixen. Natürlich haben wir klugerweise. Na gut, Battery nicht mitgenommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier erstmal nur zum Ausprobieren. So, mal schauen. Was waren hier? Hier war zum Beispiel irgendwas zum. Können Sie hier irgendwie irgendwas mixen? Nee, da glaube ich nicht. Nee, wenn dann irgendwo anders im Raum. Ey! Hier, da, hier. War es nicht irgendwie da, wo man so einen kleinen Tank reinstecken konnte und Was dann haben wir da? schon gemacht? Das war doch Ach hier. ja? Dann wurde das da drin gereinigt irgendwie. Ja. Geht auch eh nicht mehr. Nee. Warum Wobei ich nicht weiß, was das für eine Chemical ist. nicht? Jetzt haben wir haben schon einmal die rote Chemical da drin, von der wir denken, dass sie
Gutes. Aber war da nicht mal irgendwie eine Anleitung noch irgendwo, weißt du, was ich sagen will? Ja, für das Battery Fluid, da stand nur drin, dass es halt... Nee, auch für die... War da nicht noch irgendwo eine andere Anleitung? Das stimmt, es gab noch eine andere Anleitung. War das hier irgendwo? Ja, es war, glaube ich, war das der Leech? Nee, ich weiß nicht, warte mal. Machen wir File 1. File 1? Nee, Nummer Regulation for Training. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Secretary Diary. Inmate List? Nee. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen irgendwo. Die kann ich aber auch nicht weiter. Ne? Wir schauen mal hier hinten nochmal. Was war denn da hinten? War da hinten nicht. Was war da? Also hier waren noch die komischen Betten erstmal, wo der eine abgehauen ist. Und hier haben wir ja dann das Ding in die Tür getan und dann in die Tür raus. Richtig, genau. Da ist hier noch anderes vorgeschrieben. Ja, aber ich weiß nicht. Das halt, es steht ja nicht draußen dran, was das für Chemicals sind. Wenn man die Chemicals oder Mixing Set, heißt es, ich kann, wie viel kann ich denn im Mixing Set haben? Ist halt ein bisschen schwierig zu erkennen, ne? Ja, aber ich glaube halt. Ich glaube, das sieht, also sieht aus, als könnte ich nur eins nehmen. Nee, da ist doch noch so ein Thema. Ja, aber. Halt reintun. Aber dann ist es halt auch voll, ne? Nochmal hier hinten schauen. Ich glaube, da war nur Quatsch drin. No. Nee, das war hier doch was. War da nicht auch irgendwelche Viecher? Ich glaube, hier bringt es uns nicht weiter. Nein. War hier noch irgendwas? Es wäre auch, also ich weiß nicht genau, es wäre auch irgendwie, finde ich, immer noch seltsam, wenn man halt jetzt so planlos zurück muss, um da irgendwas zusammenzumischen. Naja, also was wir noch machen, wir können noch mal hier hinten in den Raum gehen. Was mir einfällt, haben wir nicht schon mal außerhalb von dem Menschen, da war doch auch da hinten so ein Aufzug. Mussten wir denn nicht auch eine Batterie reintun? Ja. Vielleicht müssen wir die auch da raus tun. Ich glaube, die ging da nicht. Also wir können das gerne nochmal ausprobieren dann. Also das wäre natürlich... Aber ja, vor allem, weil wir haben hier halt jetzt noch eine Batterie, ne? Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich denke, das wird da nicht mehr viel bringen. Also warum sollten die uns noch eine zweite Batterie geben, wenn wir die erste dafür einsetzen müssen? Weil die bekloppt sind. Wir können noch mal hier hinten in den Raum gehen. Und viel weiter kommen wir dann eh nicht, weil hier war dann der komische Aufzug, also der komische, das Loch im Boden, wo wir uns hochgehangelt haben. Anders geht's ja eh nicht. Also hier in den Raum können wir noch mal gehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was da drin war. Ach, hier waren die. Siehst du, die, also ich glaube einfach, die Zombies waren super stark da unten. Schieße, ist doch jetzt nur so ein Ausprobieren. Ich schieße mal einfach mal. Ja.
war's. Ach, das war's mit den komischen Käfigen hier. Also hier scheint es mir auf jeden Fall nichts mehr zu geben. Ja, mehr ist hier nicht. Also durch das Loch kommen wir nicht wieder runter. Ja. Also haben wir schon mal geklärt, dass es hier nicht weiter geht. Also außer den Chemicals, die da stehen. Das sollte man im Kopf behalten. Ja, wobei wir nicht wissen, was wir mit denen machen müssen. Also ist deswegen. Richtig. Ja, ich meine, wir sollten im Kopf behalten, dass es da welche gab überhaupt. Aber dann, glaube ich, ist es ja auch egal. Also, weil dann war das nämlich, glaube ich, auch hier, wo man die Sachen gemixt hat und nicht in der Menschen. Und, Also dann. Dann ist deine Theorie, also, du willst sagen, dann hast du keine bessere Theorie oder was? Nee, also, dann glaube ich immer noch, also dann, das erhärtet meine Theorie 1, dass wir was im Factory oder im Treatment-Dingsbums übersehen haben. Glaube ich ehrlich gesagt auch in irgendeiner Form, ja. Weil alles andere, ich mache jetzt irgendwie keinen Sinn. Das lief doch auch gut, ne? Irgendwie jetzt klappt es immer. Aber ich überhaupt keinen Plan habe, was wir da übersehen haben sollen. Ich auch nicht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also es kann schon mal nicht auf Etage 1 sein, weil Etage 1 ist ja, wo man zum Menschen rauskommt. Etage 2 kann es auch nicht sein, weil das ist, wo man hier rauskommt beim Cable Car. Etage 3 kann es nicht sein, weil das praktisch nur das große Loch ist, wo jetzt die super starken Zombies rumstehen, die zwar langsam sind, aber super stark sind, die Alte auf einmal gekillt haben. Aber da habe ich auch schon, wir haben hinten an den Aufzug geguckt und an die Security Door, beides ging nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nochmal von oben halt alles durchgehen müssen, weil. Ja, aber ja, also. Wir müssen in Etage 4 nochmal alles durchgehen, ja. Ja, die hatte ja auch nur 29 Verzweigungen nach unten und links. Also in 1, 2 und 3 lege ich mich jetzt einfach mal fest, ist es nicht. Okay. Weil es ist, also. Bei Etage 3. Nee, Etage 3 ist es nichts, da ist nichts. Es ist nur hinten die Tür. Und die Security, da ist nichts, definitiv. Etage 2 ist das hier und Etage 1 ist. Oben, das Etage 1 ist die Menschen, genau. Also müssen wir mit ziemlicher Sicherheit Etage zu Etage 4. Das ist natürlich auch wieder so eine Entscheidung. Hätten wir gleich von Anfang an gewusst, dass man zurück kann in die Menschen, indem man einfach in Etage 1 fährt, dann wäre das ganze Spiel anders gelaufen. Ja, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall noch mehr Munition. Richtig. Aber sei es drum, wir werden jetzt nicht nochmal Spielstand 21. Nee, ich denke auch, wie gesagt, so viel Neues wird da nicht mehr kommen. Also ja. Mehr Levels werden es nicht. Es werden nicht mehr Räume werden. Also müssen wir jetzt, wir brauchen eigentlich nur noch die Security Card, um unten das Tor zu öffnen und dann. Und wir glauben ja, dass die Security Card halt hier auf dem Gabelstapler da oben liegt. Oder? Bist du soweit bei mir? Mhm. Hey, sonst waren die nicht so weit. Ja, es gibt lautere und es gibt leisere Flugzeuge. Das ist ja nur, weil das Fenster so weit offen ist. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Das Sperrengewehr offenes Fenster. Ist er nicht hier gleich Mr. Also. Mr. Tentakelarm? Das ist einfach nur ein Gastank da, oder? Der da steht. Das ist nur ein Gastank, ja. Hier, na komm, Alter. Also ich glaube, Sewage Treatment Facilities, also ohne jetzt nachschauen zu wollen, ist für mich sowas wie eine Kläranlage. Ja. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja gut, hier bauen wir ja, das ist.
Hier die Maschinen machen auch alle nichts mehr mit dem Buttonmesh. Das ist schon gut. Nee. Ja, dann rein in den Fahrstuhl, würde ich sagen, oder? Komm nur, Junge! Also ich würde sagen, wir gehen noch mal. Also beim Tentakelarm abzubiegen hat es ja nicht gebracht. Da kamen wir dann in einem Dead End raus. Ja. Also gehen wir einfach noch mal nach hinten. Warum niest da einer von den Hasen? Heuschnupf. Hat man mal vermutet. Er hat eine Zeit lang hat er mal immer geniest. Aber es war jetzt, wir waren damit auch beim Tierarzt, aber es war kein Schnupfen oder kein. Es gibt ja so Hasenschnupfen. War es aber nicht. Dem ging es auch so gut. Also dem, der war gut drauf und so. Genau. Kein Wunder, wenn er ganz nackt unter dem Bett sitzt. Ja, hier hinten ging jetzt die Treppe noch eins weiter runter. Die Treppe ging noch runter und war hier nicht noch eine Tür? Nee, das denkst du eh nicht mal, aber wenn wir noch ankommen. Da waren nur eine Stranger Pinball Machine. Stimmt. Es liegt aber auch nichts mehr rum, ne? Nö. Außer eine Tee-Bottle. Wie er da durchguckt. Sehr cool. Ja. Muss ich mal erleben, wenn sie gefüttert werden, dann guckt die Emma immer ganz gierig da durch und streckt sich ganz weit aus. Ja, okay, das ist jetzt hier unser Haupträtselort, wo wir irgendwie hin müssen. Ach so, steigen wir immer auf die Kiste. Waren wir ihm überhaupt schon mal auf die Kiste? Ich glaube, wir waren mit ihm noch nie auf der Kiste, weil er war ja da gerade lost. Ja, aber was erhoffst du dir davon? Vielleicht kommt er ja da ran oder größer was, oder kann Rebecca am Fuß liegen. Na, wozu brauchen wir dann die Batterie im... Oh, ist ja vor allem. Ja. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Magnetkarte. Wir dachten erst, es wäre Armo, aber... Komm nur! Ja, er kommt hoch, aber nicht wieder runter. Vielleicht, weil die Alte davor steht. I'll go along. Nicht mehr weiter. Nee. Okay. Come on. Roger. Komm nur. Bin ich fest? Den werden wir nächstens mit hernehmen, den Hasen. Und dann geben wir dem einem, den Eddie, der da guckt, und dann geben wir dem ein Mikrofon. Ja. Und dann darf er mit kommentieren. Genau, und ich bin ja gespannt, was alles so Tolles zu sagen hat. Also ich warte mal, was wir konnten da hinkommen oder jetzt auch noch rübergehen? Wo kommen wir da hin? Na, da war doch nur das Drehradl, das wir geholt haben, mehr ist da nicht. Das haben wir da abgezogen. Das haben wir hier abgebastelt. Und da unten gab es ja auch nicht noch irgendwas, wo wir jetzt das Wasser rauslassen können. Ja. Geheimer Wasserkanal. Wir kommen jetzt wieder da runter, wo wir den Typen gefunden haben. Dann ist ja die Tür, die eine, die wir freigeschalten haben. Die wir geöffnet haben. Können wir halt hier noch weiter runter gehen oder durch die Tür, ja? Ich glaube, wir mussten sogar noch weiter runter, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder was war hier? Ah, ist toll, keine Karte.
Na, hier haben wir den ja rausgeholt. Hier hinten ist doch irgendwo die. Das ist die Tür, die wir freigeschalten haben. Was war jetzt da draußen noch gleich? Ja, da ging es noch weiter runter, die Treppe. Richtig, was war da unten? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ich glaube, da ging es aber einfach noch weiter. Also das war kein Dead End, glaube ich. Nee, es geht nicht weiter. Nee, das geht ja nicht runter. Hm. Und sie geht auch nicht da auf der anderen Seite durch, bei der Treppe. Nee. Ja gut, dann gehen wir mal da rein. Unser Hase ist gerade aufs Dach von der Burg geklettert und jetzt sitzt er oben. Ich weiß nicht, wie er da runterkommt. Ja, mach mal ein Bild, ich schneid's mit ins Video rein. Ja. Hä? Vor allem was. Hallo? Was ist denn das? Der zieht ihn dran. Ja, thank you, Captain Obvious. Ich sehe es. Ich kann nicht mit. Ich kann nicht umschalten, so, okay? Sag es doch. Er ist jetzt aber da drüben. Und ich glaube, sie hat auch nichts, oder? Hat sie was? Na klar, die hat doch einen Raketenwerfer. Oh, stimmt. Ich weiß auch nicht, kann man das noch kombinieren? Nee. Das ist ein Nachteil. Das ist auch nur ein Schuss gewesen. Ja, also insgesamt haben wir 2 Schuss. Hm. Was ist denn jetzt hier hinten? Ja, wir müssen da auf jeden Fall lang. Wollen wir nochmal hier hinten gucken? Aber ich glaube, da war nichts mehr. Da müssen wir. Was da? Nee, da ist nichts mehr. Hier rechts, nee. Wen habe ich denn jetzt eigentlich? Die alle. Naja, können wir auch hier. Nee, die gute. Wir speichern doch eh nicht. Wir haben doch eh haufenweise Dingsbums schon verballert. Meinst du? Das ist jetzt nur ein Testrun. Wir haben vor uns auf die blöden Hunter, nur um festzustellen, dass es im Laboratory nicht weitergeht, haben wir 6 Schuss Raketenlauncher verballert. Das ist nicht vertretbar. Aber der Kollege sitzt auch da hinten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Genau, der ist einfach weg. Geht's da die Leiter rum? Nein, das habe ich schon probiert. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt hin? Der kam aus dem Wasser und ist wieder ins Wasser rein. Dann bin ich wieder. Ist er jetzt in der Mitte runtergesprungen? Der Eddie, hä? Ja, ja. Der ist wieder ganz nah an der Wand, als ob er dahinter springen würde. Da liegt zwar kein Wunder. Nicht einfach die Acid Grenades und die Batterie spielen. Ja. Hier ist nämlich auch nochmal. Hä? Guck mal, ist hier auch nochmal? Das sieht tatsächlich so aus. Du sagst, meine Handykamera scheiße ist. Ich habe schon wieder total vergessen, wo das erste Acid war, aber. You need a container to carry. Na, die alte kann das carryen, klar. Das könnte natürlich. Ach, Ach so. Was stand da? Hast du jetzt auf Add geklickt? Oh, ist wurscht, glaube ich. Achso. Hä? Hä? Hä, wo kam denn das Blaue her? Das Blaue ist in der Flasche drin. Ich glaube, wir haben das Rote, was wir schon haben, aus einer anderen Flasche. Ach so, der hat gemeint mit das Rote, nicht im Sinne von, hier ist nochmal Rotes drin und da, du hast schon Rotes. Also er hat ja gesagt, so, the red ja, chemicals is already. So, er hat einfach gesagt, du hast Rotes. Das ist halt super dumm formuliert, meiner Meinung nach. Also das hätten sie anders schreiben müssen. Also wenn du jetzt auf No geklickt hättest, dann hätten wir es nie rausgekriegt. Richtig, genau. Ich habe jetzt auch einfach nur auf, weil ich hätte für No hätte ich einmal nach rechts gemusst, wegen meiner Faulheit habe ich jetzt einfach auf Yes geklickt. Sehr gut. Ja, das Sulfuric Essig, das muss ja in die Batterie rein, ne? Das stand ja da überall. Ich weiß aber nicht, meinen Sie, dass es jetzt einfach so funktioniert, dass wir es in die Batterie reintun können oder ob wir das nochmal jetzt mit dem Dings kombinieren müssen? Mit dem Wasser, das kann ja sein, aber das Wasser war jetzt natürlich dumm, weiß ich nicht. Doch, das Wasser habe ich mit. Jetzt wird's spannend. Ich aufgeregt bin. Oh? Oh. Kam auf euch raus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau. Boah. Ich glaube, jetzt könnte man es bestimmt in die Batterie fahren. Distributed Service.
Gut, also wissen wir, wo wir hin müssen, nämlich genau hier hin. Genau, und ja. Macht da mal einer, warte. Weil nächstes Mal wissen wir das nicht mehr. Nee, das stimmt. Macht euch mal eine Notiz. Das können wir ja dann auch dann uns für den nächsten Teil aufheben, die das schöne Rätselslösung. Heben wir uns auf jeden Fall für den nächsten Teil auf, warte. Ich wollte jetzt eigentlich noch das Foto später. Ich mache noch mal ein Foto, weil wir das sonst vergessen. Also ich vergesse es auf jeden Fall. Nee, ich will Kamera, Junge. So, ich fotografiere nur, wo wir, also dass man sieht, wo wir sind. Ja. Treatment Plan B8 und wo. Super. Genau, und dann finden wir das nächstes Mal auch wieder. Wunderbar. Und dann wissen wir auch endlich, was wir tun müssen. Wir haben ja nur anderthalb Folgen. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, das klingt jetzt wieder blöd, wenn wir das sagen, wir jetzt schon seit gefühlt 100 Folgen. Aber ich glaube, viel ist nicht mehr zu tun. Also wir tun es in die Battery dann rein, dann fahren wir da hoch, dann nehmen wir den Magnetstreifen, weil es sind nicht einfach mehr Items da. Also wir haben alle Räume jetzt freigeschalten und es sind einfach nicht in den Räumen, sind keine Items weiter da. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zur nächsten Session wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.